Also, eine Frage, die ich regelmässig höre, ist, Ivo, kochst du eigentlich denn noch oder denn wieder im Casino? Nein, eigentlich nicht. Aber eigentlich schon. Also, ich lasse kochen. Ich will die Konzepte auch kulinarisch begleiten und umsetzen. Für das brauche ich 3 Schlüsselpersonen. Schlussendlich alles aus einer Hand, Kultur, Kulinarik und Events unter meinen Fittichen sind, brauche ich natürlich jemanden, der mich kulinarisch vertritt und dem ich auch vertrauen kann. Und das ist der Florian Betschen, das ist der sogenannte Küchendirektor, der oberste Dirigent von der Köche. Also nachdem, dass der Florian Kochweltmeister ist, ist er natürlich auch eidgenössisch diplomierter Küchenchef. Also das ist eine Ausbildung, die es nicht so viel gibt in der Schweiz. Es ist so ein kleiner Hotelfachschule angesiedelt. Das heisst, er hat ein Organisationstalent, er hat ein Führungstalent, er hat mehrere Leute schon geführt. Oder das ist er einfach ein weiter fokussiert auf einfach nur die Dauer, sondern er schaut über den Dauerrand. Das macht ein Seminar. Ja. Und wir haben am Donnerstag den Stichtag am 4. Mhm. Und dann lasse ich die raus, einfach auf A4-Papier für die ganze Woche. Als Pflege von dieser Wand machst du? Ja, das machen wir. Ja. Ja. Ja, ich bin schon noch gerne hier zu tun, weil ich habe eine mega herzige kleine Wohnung. Ich könnte mir vorstellen, ich mache das zu meiner Ferienwohnung und meine richtige Wohnung wird im Casino in der Küche sein. Und wenn man natürlich sehr viel muss organisieren, koordinieren und kontrollieren, ist man natürlich auch nicht zu jeder Zeit, wenn der Gast da ist, auch wirklich für einen Gast da. Und darum braucht der Florian 2 wichtige Mitarbeiter und das sind die 2 Küchenchefs in 2 Bereichen. Das ist der Dave Welti und der Adrian Bürki. Der Adrian ist sich für nichts schade. Der Adrian macht eine gute Tomatensuppe, ein Tartar. Kann er ein 7-Gang-Menü machen, aber macht er auch einen fairen oder fermentierten Kürbis. Er ist wirklich offen für alles und für nichts schade. Gibt es ein Weinpairing, einen Brotwagen? Berner Wagyu, anscheinend vom normalen Rind oder von der, weißt du, klassisch von der Hoft. Dann mit Artischocken und Zimtsamen und ein Ei. Am Adrian, seine Hauptaufgabe wird das Restaurant sein. Das heisst, das ist das, was man noch mit früher kann vergleichen kann. Alte Klassiker neu und bewährt auf die Sauer zu bringen. Der Dave Welti ist ein junger, innovativer, sehr von sich überzogener Berufsmann, der eine Professionalität auf die Sauer bringt, die heutzutage leider nicht mehr ganz so selbstverständlich ist. Ich will natürlich nicht nur mit Innovation punkten, sondern ich will eigentlich auch auf den Geschmack setzen. Also es muss gutes Essen sein, das innovativ ist. Und ich finde, das ist so etwas, was mir vielen Orten fehlt. Es ist entweder oder. Und ich will dort so wie die Gratwanderung gehen, die sicher nicht einfach ist, aber es ist eine Challenge und ich habe gerne Challenges. Das sind übrigens eure Visitenkärtchen. Das ist von dem, was ich schon lange genommen habe. Druckfrisch. Also er ist echt der Einzige, der auch seine Kühe 4-jährig werden lassen, mhm, und nicht mit 2,5 schon schlachtet. Mhm. Und dann kommt Marmorierung zu sehen. Und das finde ich dann irgendwie. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber warum ist sein Fleisch so krass? Das ist echt gut. Vereinen wir 4 im Casino, wenn man es auf das reduzieren will, 66. Mio Punkte auf 4 Michelin-Sterne. Das soll nicht heißen, dass wir für Kritiker kochen, sondern für einen Gast, weil der ist wichtig. Und ein zufriedener Gast gibt auch zufriedene Köche und dann brauchen wir gar keine Punkte und auch nicht Sterne.